Berlin. Hunderte protestieren, wie hier zu sehen, gegen den Al-Quds-Marsch in Berlin. Der grünen Bundestagsabgeordnete Volker Beck forderte, sich dem Aufmarsch in den Weg zu stellen. Parolen gegen Israel und Solidarität mit der Hisbollah. Die Al-Quds-Demos zeigen, dass der Hass auf Juden unter Muslimen kein Randphänomen ist. In Berlin gibt es die Aufmärsche seit 1996 und sie sorgen mittlerweile auch über die Stadtgrenzen hinaus für scharfe Kritik. Klare Stellungnahmen von muslimischen Verbänden in Sachen Al-Quds-Tag sind dagegen rar. Bleibt nicht stumm! Unsere Stimme bleibt nicht stumm! Israel bringt Menschen um! Israel bringt Menschen um! Die frühere Zentralratsvorsitzende Charlotte Knobloch forderte ein Verbot. Dieser israelfeindliche Hass mit dem Ziel, den jüdischen Staat zu vernichten, ist blanker Antisemitismus, sagte sie dem Tagesspiegel. Es reiche nicht aus, die Route zu verlegen und Fahnen der Hisbollah zu verbieten. Nur das Verbot wäre die richtige Konsequenz, sagte sie.